Heute unterhalten wir uns ein bisschen über grüne Plaketten und wie wir die entfernen. Zuallererst sprühen wir die Rückseite der grünen Plaketten mit einem handelsüblichen Glasreiniger ein. Anschließend reiben wir mit einem Glasschaber einfach ganz leicht die Plakate einfach ab. Dabei bleiben wahrscheinlich noch irgendwelche Klebereste übrig, aber das ist nicht so schlimm, weil die können wir dann im Nachhinein noch weiter feiner entfernen. Wichtig ist jedoch, dass ihr den Schaber nicht direkt auf die Scheibe mit einem sehr spitzen Winkel aufsetzt, sonst könnt ihr eure Glasscheibe ein bisschen entweder komplett beschädigen oder irgendwelche Kratzer reinmachen, und das wollen wir ja nicht. Also immer schön in einem kleinen 45 Grad Winkel, immer vorsichtig schön entlang schaben. Falls es ein bisschen hakt, immer ein bisschen mehr einfach mehr draufsprühen vom Glasreiniger. Dadurch habt ihr natürlich einen schönen Schmierfilm und es gleitet viel, viel besser. Wie ihr seht, jetzt tun wir uns um die kleinen Überreste noch kümmern. Alles nochmal richtig schön einsprühen. Je mehr so Glasreiniger drauf ist auf der Frontscheibe, umso besser ist es natürlich. Umso leichter habt ihr das dann, das wegzumachen. Falls ihr ein neueres Modell vom Fahrzeug habt, mit beheizter Frontscheibe, oder falls ihr irgendwelche Sensoren vorne an der Frontscheibe habt, bitte ganz vorsichtig mit dem Schaber hantieren, weil falls ihr irgendwas zerkratzt oder sowas, könnte es sein, dass ihr irgendwelche Probleme dann im Nachhinein bekommt. Also falls ihr nicht genau sicher seid, ob ihr da irgendwas kaputt macht, einfach an einen Fachmann hingehen, das kriegt man auch für ein paar Euro auch vom Fachmann weg. Und für all diejenigen, die wohl ein normales Fahrzeug haben, ohne wirklich jeden großartigen Schnickschnack vorne an der Frontscheibe, ist es eigentlich kein Problem und ist wirklich sehr schnell erledigt. Materialkosten sind ungefähr, also mit dem Glasspüler maximal, also wirklich, wenn es auch hochkommt, falls ihr wirklich hochwertige Sachen nimmt, maximal 5-6 Euro. Aber sonst war es das. Es reicht aber auch ein wirklich ganz normaler Glasreiniger, den, wo es überall zu kaufen gibt für 99 Cent. Und so ein Schaber für 1 Euro, wo es auch überall vom Wühltisch gibt. Es muss ja keine Luxusausstattung sein, Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. So, liebe Leute, also ansonsten war es es eigentlich von uns. Also ich wünsche euch gutes Gelingen bei eurem Versuch, eure grüne Plakette zu entfernen. Falls es euch gefallen hat und euch geholfen hat, einfach einen Daumen hoch geben, damit unterstützt ihr uns und wir wären euch sehr dankbar dafür. Vielen Dank. Ciao.